Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Heute soll es mal wieder um ein, sagen wir mal, On-Premises-Thema gehen, wenngleich uns dieses Thema durchaus auch in einer cloud-basierten Welt begegnen könnte. Und zwar soll es um die sogenannten SET-Teams gehen, eine neuere Variante von Netzwerkkarten-Teams, wie sie in den neueren Versionen des Windows Servers zur Verfügung steht. SET, das steht zunächst einmal für Switch Embedded Teaming. Das bedeutet, das Teaming basiert auf einem Hyper-V-Switch. Im Gegensatz zu den, sagen wir mal, konventionellen LBFO-Teams, wie sie seit Server 2012 im Windows Server verfügbar sind. Dort haben wir ja im Grunde erstmal ein Netzwerkkartenteam und würden dann oben drauf einen Switch drauflegen in Hyper-V. Also hier deutlicher Unterschied, das geht quasi nur im Zusammenspiel mit Hyper-V. Naja, streng genommen muss ich natürlich keine virtuellen Maschinen betreiben. Rein theoretisch kann ich ein Set-Team auch auf einem Host anlegen, der gar nicht selbst VMs betreibt. Ich muss aber trotzdem Teile von Hyper-V installieren, damit ich die Technologie bekomme. Einer der vielleicht Knackpunkte am Set ist, dass es den derzeit nicht in der GUI gibt. Also ich kann das derzeit weder in der GUI anlegen, noch dann irgendwie nachträglich in der GUI verwalten. Was sicherlich auch ein Grund ist, warum das ganze Thema eher noch unbekannt beziehungsweise eher noch sehr mit Vorsicht behandelt wird. Ein weiterer Unterschied vom Set-Team im Vergleich zum LBFO ist, dass wir bei einem Set-Teaming keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen, anders als bei einem LBFO, wo wir ja zum Beispiel den Lastverteilungsmodus wählen konnten, ne, wo wir sagen konnten, wir wollen Dynamic oder Hyper-V-Port, wo wir auch sagen konnten, wir wollen eine Karte als Fallback sozusagen konfigurieren. Das haben wir hier alles nicht, sondern wir legen im Grunde einfach nur das Teaming an und das passiert dann auf der Basis eben eines Switches. Das hat auch zur Folge, dass wir eben nicht mehr wählen können, ob wir jetzt LACP oder den Switch Independent Mode haben wollen. Ein Set-Team ist grundsätzlich Switch Independent, was bedeutet, ich kann das im Grunde mit nahezu jeder beliebigen Switch-Konfiguration und vor allem eben mit Unmanaged Switches einsetzen, wohingegen ja ein Teaming, was auf LACP oder ähnlichem basiert, immer auch einen entsprechenden Switch auf der Gegenseite benötigen würde. Ist hier nicht der Fall. So, um das Ganze jetzt mal ein bisschen praktisch untermauern zu können, schauen wir uns das Ganze einfach mal auf einem Windows-Server an. So, ich bin jetzt hier auf einem Windows-Server, es ist ein Server 2022, Datacenter, spielt aber im Detail keine so große Rolle, es muss halt ein Server mindestens auf der Ebene Server 2016 sein, könnte aber natürlich auch neuer sein. Ich brauche jetzt hier zum Anlegen, wie gesagt, GUI gibt es nicht, eine PowerShell, die öffne ich mir also hier als allererstes mal, mache hier auch mal die Schriftart noch ein bisschen größer, dass ihr was sehen könnt, und dann schauen wir als allererstes mal mit get vm-switch. Und da sollten wir sehen, das ist hier auf diesem Host, der ist frisch installiert, da ist gerade die Hyper-V-Rolle installiert und sonst gar nichts. Dass wir hier sehen, es gibt eben noch keinen solchen Switch. Jetzt ist es hier so, ich bin per RDP auf der Maschine. Ich könnte mir jetzt theoretisch das Set-Teaming gleich über alle verbundenen Karten anlegen. Dann fliege ich natürlich aber erstmal von dem Server runter. Der würde dann eine andere IP-Adresse kriegen, hier in dem Fall dann per DHCP. Das wäre jetzt kein Riesendrama, ne? Muss man per ILO oder was auch immer notfalls nochmal drauf. Ich versuche das aber jetzt ein kleines bisschen geschickter zu machen, nämlich indem ich mir ein Teaming erstmal anlege mit nur einem Adapter. Dem kann ich dann eine Netzwerkadresse geben, dann kann ich den zweiten Adapter hinzufügen und dann kenne ich die Adresse ja schon. Das ist so ein bisschen meine Intention hier dabei. Zum Anlegen, wie gesagt, brauchen wir die PowerShell. New VM Switch ist hier der Aufruf, der allerdings die Namen der Netzwerkkarten braucht. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, deswegen hole ich mir die als allererstes mal mit getNetAdapter und da sehen wir, ich habe hier einfach vier standardmäßige HP-Gigabit-Karten verbunden. Davon sind zwei ab, also da steckt ein Kabel drin, die haben auf der Gegenseite einen Switch, mit dem sie verbunden sind und dann sehen wir hier, die Namen sind eben Embedded LOM 1 Port 1 und Embedded LOM 1 Port 2. Die werde ich jetzt dann brauchen zum Anlegen. Also, new-vm-switch, Name, das nenne ich jetzt einfach mal tatsächlich set-team, machen wir es mal mit Minus, das ist ein bisschen schöner. Und jetzt nenne ich eben den net-adapter-name, den wir hier haben wollen, das ist eben embedded-lom1-port.
Ah, nehmen wir Port 2 vielleicht als erstes. Und enable embedded teaming true. Kleiner Hinweis zu diesem letzten Parameter, enable embedded teaming. Wenn ich den jetzt hier weglassen würde, bekäme ich einen normalen Hyper-V-Switch. Wenn ich zwei oder mehr Adapter hier schon angegeben hätte, was ja möglich ist, dann bräuchte ich das nicht explizit angeben, dann weiß er, hey, der will hier offensichtlich einen Switch mit einem Team haben, na, macht er auch entsprechend dann das SET. Da ich aber nur eine Karte wähle, muss ich explizit sagen, ich möchte bitte das SET mit dem entsprechenden Teaming. Ich schaue jetzt sicherheitshalber nochmal ganz fix auf die Karten, weil ich sehen möchte, auf welcher Karte die IP, mit der ich jetzt aktuell verbunden bin, liegt. Das sollte nämlich eigentlich die 1 sein. Ja, das ist die. Und auf der 2 liegt, wenn überhaupt, eine DHCP-Adresse. Ne, ist gar keine Adresse gerade drauf. Passt also für mich. Heißt, LOM 1 Port 2 ist genau die richtige. So, das Ganze lasse ich jetzt hier einmal anlegen. Dauert einen ganz kleinen Moment, geht aber relativ fix. Und jetzt kann ich eben auch schon gucken mit get-vm-switch. Und dann sollten wir unseren entsprechenden Switch sehen können. Ja, das ist hier entsprechend eine Description drauf. Wir können uns das Ganze natürlich mit noch ein paar mehr Details zeigen lassen. Ja, dann sehen wir jetzt hier unter anderem natürlich die Karten, die Teil des Teams sind. Wir sehen hier auch einige andere Einstellungen. Zum Beispiel ist hier Allow Management OS per Default eben aktiviert. Wir können hier auch andere Sachen sehen. Hier unten zum Beispiel die derzeitige maximale Bandbreite, die da drüber geht. Ne? Das ist 1 Gigabit natürlich. Wir haben ja nur eine Karte drinne. Und so ein paar andere Sachen sind hier auch noch mit drin. Wir sehen ja auch zum Beispiel, ne, ist Virtual Machine Queuing hier enabled? Nein, ist es derzeit noch nicht. Und auch andere Einstellungen, ob sie derzeit aktiviert oder eben nicht aktiviert sind, können wir hier entsprechend sehen. So, jetzt habe ich in den Netzwerkeinstellungen hier einen neuen Adapter. Der im Übrigen auch, wenn wir mal gerade eben schnell in Hyper-V Manager schauen, dort eben auch dann das dazugehörige Gegenstück als Switch uns zeigt. Ja. Und hier ist eben jetzt die Besonderheit, dass wir eben nicht mehr wie bisher erst eine Netzwerkkarte, dann darauf ein Team und dann darauf einen Switch haben. Das heißt, wir haben dann im Grunde immer drei Adapter hier gesehen, sondern hier haben wir jetzt nur die physische Karte und dann sofort den Switch mit dem Team, also die Zwischenstufe sozusagen, die hier wegfällt, macht das Ganze etwas angenehmer. Obacht, hier an der Karte kann ich oder sollte ich natürlich jetzt nicht mehr rumkonfigurieren. Wir können das sehen. Im Grunde sind hier alle möglichen Protokolle sozusagen abgeschaltet. Es ist hier nur diese Hyper-V Extensible Virtual Switch Extension drauf. Alles weitere wird hier auf dieser Karte gemacht. Ja. Und da gehe ich jetzt eben her und lege mal temporär hier eine statische IP-Adresse drauf, damit ich dann auch im Zweifelsfall nachher gleich wieder auf diese Maschine drauf komme. So, ne, da hat jetzt ja eine Adresse von mir bekommen. Da hat trotzdem kein Netzwerkzugriff. Der zweite Switch ist einfach nicht mit dem Netzwerk verbunden. Ist aber kein Problem. Das Ganze funktioniert ja trotzdem. Und jetzt kann ich natürlich auch an dem Switch Änderungen nachträglich vornehmen und kann eben zum Beispiel die weiteren Adapter, die weiteren Karten hier hinzufügen. Für das Hinzufügen gibt es jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das Ganze explizit mit einem Add-Statement versehen oder ich kann auch alternativ das Ganze mit einem Set Statement versehen. Ich gehe jetzt mal den Weg mit dem Add. Dazu ist es sinnvoll, dass ich mir zunächst das Objekt dieses VM-Switches mal ganz fix in eine Variable strecke. Dann kann ich damit nämlich gleich weiterarbeiten. Und jetzt nehme ich hier ein Add VM Switch Team Member. Da ist er. Team Member. Dann gebe ich hier jetzt an den VM Switch. Der steckt ja hier in der Variable und als NetAdapter nehme ich jetzt die zweite Karte, die hier so benannt ist. Dabei fliege ich natürlich jetzt dann gleich von der Maschine runter, weil er natürlich hier die Adresse, mit der ich gerade verbunden bin, dann jetzt gleich verlieren wird.
Da ist der Disconnect. Ich verbinde mich neu und dann geht es gleich weiter. Ja, da sind wir schon wieder auf der Maschine. Ich kann jetzt hier mit Get VM Switch mir die Settings angucken, ne? Und da können wir jetzt sehen, das sind jetzt hier zwei Karten dem Team entsprechend hinzugefügt. Ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Nachteil, wie gesagt, es geht nur per PowerShell, aber da muss man sich natürlich auch nicht wirklich davor irgendwie fürchten. Gut, das soll es zum Thema im Grunde auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was genützt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den Like da lasst. Solltet ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann holt das gerne noch nach. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu aktivieren. Und ansonsten sage ich euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.